Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, auch wenn wir die Sonne jetzt ein bisschen aussperren. Es ist ein weiterer traumhaft schöner Tag im Filmland Tirol. Das ist sozusagen meine Botschaft. Ich möchte Sie jetzt in weniger als 90 Minuten darüber informieren, was das Land Tirol auch filmisch kann. Und ich habe mir die Erlaubnis geholt, mich ganz kurz vorzustellen, weil ich das bei Referaten auch passiv immer sehr gern mag, wenn die Referentin, der Referent sich ein bisschen vorstellt, um auch den Lebenslauf ein bisschen zu verfolgen. Ich bin in ein neusprachliches Gymnasium gegangen und habe mit 16 gewusst, dass Tourismus mein Thema wird. Ich habe damals angefangen zum Skilehrern in Innsbruck und diese Welt, Menschen aus vielen Ländern, Sprachkenntnisse, Animation, Sport und das ganze Paket hat mir wahnsinnig gut gefallen und habe dann nach Matura beschlossen, das Tourismuskolleg in Innsbruck zu besuchen. Das war damals fast noch ein Studienversuch. Habe großartige Möglichkeiten bekommen, im Ausland zu arbeiten. War in New York, in Paris und in Rom. Habe für eine Radreiseunternehmung gearbeitet, die ganz exklusive Radtouren in Europa angeboten hat. Und da bin ich als Tourguide durch Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweiz geradelt und habe mir gedacht, das ist der Traumjob, den sollte ich eigentlich nie aufgeben. War immer in der frischen Luft, habe immer Bewegung gemacht, habe viele tolle Leute kennengelernt und war in den schönsten Regionen Europas unterwegs. Und dann habe ich da doch nochmal Lust bekommen, was anderes zu versuchen und habe vor 35 Jahren, so schnell vergeht die Zeit, mich beworben bei der damaligen Tiroler Fremdenverkehrswerbung. Und Dr. Andreas Braun hat damals die Meinung vertreten, der junge Bursch passt gut ins Team. Und habe dann eben viele Jahre lang klassisches touristisches Marketing und Kommunikation gemacht. Da waren die ersten Berührungen zu Film. Und 1998 war ich dann zusammen mit Landestourismusdirektor Josef Margreiter, Erich Hörtnagel, der Cinetirol gegründet hat. Mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Wir sind in einem Jubiläumsjahr. Ausbildungsmäßig habe ich dann noch im zarten Knabenalter von 46 mein Masterstudium Filmproduktion an der Donau-Uni in Krems abgeschlossen. Aber Mediationsausbildung und in Summe war das bis jetzt ein unglaublich buntes und schönes, auch erfolgreiches Leben und ich denke, das Glück hat mich über diese Jahre eigentlich immer sehr begleitet. Bin verheiratet mit zwei Söhnen. So, zum Thema. Es gibt ein Buch, das trägt den wunderbaren Titel Tirolywood. Es ist ein Cartoon-Bildband, das sozusagen die Besonderheiten des Filmlandes Tirol präsentiert. Und Sie wissen ja, es gibt Hollywood, es gibt Bollywood, es gibt Nollywood. Und sozusagen auch in dieser Serie dann mit einem Titel Tirolywood reisen zu können, definiert es ganz gut. Aber ich muss mit Ihnen einen kleinen Ausflug in die Filmgeschichte Tirols machen. Wann glauben Sie, ist der erste Film in und über Tirol entstanden? 1920, wer bietet mehr, wer bietet weniger? In den hinteren Reihen? 1930, eine Zahl nehme ich noch gerne mit. 1980? Acht. Sie sind der richtigen Antwort am nächsten gekommen, genau im Jahr 1900. Damals ist ein junger Brite durch Tirol gezogen, damals noch größer mit Südtirol, kommt nach Meran und
sieht dort etwas Außergewöhnliches. Was glauben Sie, hat ihn so beeindruckt, dass er die Kamera ausgepackt hat und das festgehalten hat? Naheliegend fast. Berge, Schloss Tirol, Wein, alles schöne und überzeugende Motive. Tatsächlich hat er eine Brauchtumsgruppe in Meran angetroffen, die sich gerade die Zeit mit Schuhplatteln verbracht hat. Und das hat ihn so beeindruckt, das war so exotisch für ihn, dass er das zum ersten nachweislichen Film in und über Tirol gemacht hat. 1909, ganz nah an diesem Vorschlag, war die erste Spielfilmproduktion. Sind ja einige Tiroler auch in der Runde. Was könnte, musste der Inhalt eines Films 1909 sein? Jawohl. Unser aller Urgroßvater Andreas Hofer, sein Leben, sein Kampf als David gegen Goliath, seine Siege, seine Niederlagen, letztlich auch sein Tod, der Freiheitsheld unseres Landes, verklärt und in unser aller Herzen. Das ist im Prinzip ein Filmstoff, das kann man gar nicht schreiben, das hat das Leben nämlich geschrieben. Und das ist der erste Spielfilm geworden, der in Tirol realisiert wurde. Ich möchte mich ja sehr, sehr gerne bei der Barbara Ginter bedanken. Und ich sage jetzt die Wahrheit, warum ich von Herzen gerne Ja gesagt habe, herzukommen. Natürlich, um Filmland Tirol zu präsentieren. Aber eigentlich wollte ich mit Ihnen über etwas sprechen und Sie um Ihre Unterstützung bitten. 1925 ist ein Film in Tirol entstanden, der meistgesuchte Film der Welt ist. Ein junger, damals unbekannter, jetzt durchaus bekannter Filmschaffender namens Alfred Hitchcock hat einen Auftrag bekommen, einen Film zu drehen. Eine britisch-deutsche Koproduktion mit dem Singing-Titel The Mountain Eagle. Und die Idee war natürlich, die Drehorte für die Dreharbeiten in Bayern zu finden. Da haben wir auch wunderbare Berge und Adler und so weiter und so fort. Hitchcock reist durch Bayern und er kommt zum Schluss, nein, er hat den Drehort einfach nicht gefunden. Und es ist das Recht eines Regisseurs zu sagen, passt mir oder passt mir nicht. Er geht durch München, kommt zu einer Buchhandlung vorne raus und so ein Kartenkarussell, dreht sie, zupft eine Karte raus, sieht ein Bild, dreht die Karte um und dort steht Obergurgl, Tirol. Und dieser Impuls, diese Karte veranlasst ihn, den gesamten Film dann eben letztlich in Obergurgl im Ötztal, nicht weit weg von hier, zu realisieren. Ich bin durch einen Hinweis eines Freundes aus dem Ötztal auf diese Geschichte gekommen, habe dann auch im Zuge meiner Masterarbeit begonnen, das zu recherchieren. Bin bis nach Los Angeles in das Privatarchiv der Familie Hitchcock und tatsächlich habe ich 12 Bilder gefunden, sogenannte Stills von den Dreharbeiten, seine Tagebuchaufzeichnungen, Filmkritiken und so weiter und so fort. Aber es ist kein einziger Meter dieses Films, der nachweislich in Deutschland, Großbritannien, USA und so weiter und so fort gezeigt wurde, erhalten. Also ein großes Mysterium, das sich um diesen Film entwickelt hat. Jetzt komme ich zu meiner Bitte. Wenn Sie nach dieser großartigen Tagung wieder zurück nach Hause fahren, dann umarmen Sie Ihren Gefährten, Ihren Mann, Ihre Frau, die Kinder, aber dann gehen Sie bitte sofort in den Keller oder in den Dachboden. Wenn Sie dort eine Filmrolle sehen sollten mit der Aufschrift The Mountain Eagle oder Der Bergadler, rufen Sie mich zu jeder Tages- und Nachtzeit an.
066 480 532 180. Ich bin immer erreichbar. Mein Vorschlag: 10% für Sie, 90% für Sine Tirol. Wir werden großartige Zeiten erleben. Aus einem einfachen Grund, weil alle Filmkritiker und auch Filmhistoriker davon erzählen, The Mountain League ist der erste Film, in dem Hitchcock die ersten Elemente eingebaut hat, für die er dann mit Psycho, die Vögel und so weiter und so fort berühmt wurde. Also, ich freue mich auf Ihren Anruf und auf die gemeinsame Reise. 1930/31 hat es auch nicht weit weg von hier, nämlich in St. Anton-Christoph, eine Filmproduktion gegeben, die in eindrucksvoller Weise auch die Verbindung zwischen Film, Tourismus, Tourismus und Film hergestellt hat. Dr. Arnold Funk hat eben dort oben am Adelberg den Film Der Weiße Rausch produziert. Wer von Ihnen hat diesen Film zur Gänze oder in Teilen gesehen? Ah, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Im Kern ist es eine ziemlich bizarre Geschichte, oder? Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Aber was den Film außergewöhnlich großartig und im Prinzip nicht wiederholbar macht, sind diese grandiosen Skiabfahrten, die Arnold Funk unter schwierigsten Bedingungen, wir sprechen von 1930/31, im Hoch- und Höchstgebirge realisiert hat. Es gibt ja einige großartige Filmschaffende, auch aus diesem Bereich Ski, Snowboard und so weiter. Noch niemand hat es geschafft, bestimmte Szenen nachzudrehen. Wenn Sie sich erinnern, da gibt es so Doppelspiegelungen im Schneestaub. Er hat sich Patente einfallen lassen, dass er Kameras auf den Skiern vorne und hinten montiert hat, um sozusagen die Bewegung zu vermitteln. Dieser Film hat nachweislich dazu geführt, dass im Jahr darauf, das war ein sogenannter Blockbuster in diesem Jahr 31 dann, das touristische Interesse für Wintersport, für Skischulen und so weiter extrem in die Höhe geschnellt ist. Also in den deutschen Städten beispielsweise hat der Film wirklich Abertausende von Menschen in die Kinos gezeigt und diese Faszination des, in dem Fall Tiroler Winters, präsentiert. Nach dem Elend des, und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hat ein kleines Dorf in Tirol den Rang der Filmmetropole Europas erreicht. Hat jemand eine Ahnung, welches Dorf das gewesen sein können? Ist jemand aus der Kufsteiner Gegend? Da gibt es ein Dorf namens Tiersee. Tirol war damals unter französischer Besatzung. Der oberste Befehlshaber war ein Menschenfreund und ein Filmfreak. Kommt nach Tiersee und sieht dort ein Gebäude. Und er fragt die Bauern, was ist das für ein Gebäude? Die Antwort ist, das ist unser Passionshaus. Also nicht nur in Oberammergau und anderswo, sondern auch in Tiersee. Alle paar Jahre wird die Leidensgeschichte Jesu durch Laienschauspieler inszeniert. Das lässt sich der gute französische Offizier erklären und sagt, aber das wäre doch auch ein großartiges Filmstudio. Die Bauern schauen ihn an und denken sich, dem zu viel Bordeaux oder keine Ahnung, was soll mir mit einem Filmstudio? Er überzeugt sie. Und dann sind zwischen 46 und 52 18 Spielfilme in und rund um Tiersee entstanden mit den damals besten Schauspielern und Regisseuren. Die Jahre darauf hat es einige große Produktionen gegeben. Es war natürlich die Phase auch der berühmten Heimatfilme, Peter Alexander, Peter Weg, Romy Schneider und so weiter. Tirol war da immer wieder Drehort.
Aber letztlich waren das immer, und ich habe das in meiner Arbeit auch so definiert, die passive Zeit des Filmlandes Tirol. Produktionen sind auf verschlungenen Wegen herkommen, Beispiel Hitchcock Ansichtskarte oder ein Location Scout hat sich auf eigene Wege gemacht und hat dann zum Beispiel das Gschnitztal entdeckt für die Produktion Das vergessene Tal. Vielleicht hat das jemand von Ihnen einmal gesehen. Ein großartiger Omar Sharif in der Hauptrolle, ein mächtiges Werk und die Produktionsfirma hat weltweit nach diesem vergessenen Tal gesucht und erfreulicherweise eben im Gschnitztal, das ist ein Seitental des Wipptals, entdeckt. Interessant auch, dass es in Kitzbühel mal eine sehr, sehr große Produktion gegeben hat. Ein nicht ganz unbekannter Schauspieler, Robert Redford, hat in dem Film The Downhill Racer die Hauptrolle übernommen. Und vielleicht hat jemand von Ihnen den Film von Jean-Jacques Annaud gesehen, Der Bär. Er war ja der Erste, der mit wilden Tieren Spielfilme gemacht hat. Das ist wirklich seine Spezialität, ein französischer Filmschaffender. Auch weltweit gescoutet und der Drehort wurde letztlich in Lienz und rundum in Osttirol gefunden. Die Welt glaubt nach wie vor, dass Der Bär in Kanada entstanden ist. Weil, auch das sozusagen in der passiven Zeit, es hat sich kein Mensch irgendwie darum gekümmert. Das ist entstanden, alle waren freundlich und nett und hilfsbereit, aber auch medial ist es überhaupt nicht verwendet worden. So, und jetzt wird es spannend. Ich war damals stellvertretender Leiter des Kommunikationsteams der Tirolwerbung. Mein direkter Vorgesetzter war der berühmte Bergsteiger Wolfgang Neierz. Und wir haben immer wieder Filmprojekte auf den Tisch bekommen. Es waren aber klassische touristische Filmprojekte. Japanisches Filmteam meldet sich bei der Tirolwerbung. Wir wollen die Highlights Tirols filmen. Wir bitten um Unterstützung und dann haben wir halt das getan, was man tun muss und kann. Wir haben die Quartiere besorgt, wir haben ein Programm zusammengestellt, wir haben die Drehgenehmigungen organisiert und dann sind die hoffentlich immer sehr glücklich zurück nach Tokio und haben einen Film über die Highlights Tirols ausgestrahlt. 1991 kommt eine Anfrage von der Neuen Deutschen Filmgesellschaft aus München. Der Herr Glöckle ist aber Produktionsleiter und schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, wir planen die Produktion einer Fernsehserie mit dem Arbeitstitel Der Bergdoktor. Bei jedem Referat. Ich sage das Wort und in den meisten Gesichtern entsteht ein Lächeln. Warum wohl? Und da gibt es ein Briefing. Und es hat ungefähr übersetzt so ausgeschaut. Ganz steile Berge. Gletscher, die fast ins Dorfzentrum heruntergehen. Eine Kirche, ein paar Bauernhäuser. Wasserfälle. Und eine serpentinenreiche Straße, die zum Dorf führt und wieder weg. Diese Locations gibt es in Tirol. In den Hochtälern beispielsweise des Bitztals, des Ötztals, Osttirol, außerfern. Und Wolfgang Neierz und ich haben uns überlegt, was kann man da anbieten, haben also Bilder geliefert, Hintergrundinformationen und schicken das Paket, damals hat man auch noch Pakete geschickt, nach München und wir hören nichts. Damals hat man ja auch noch ein bisschen Geduld gehabt und wusste, das kann nicht gleich am Abend schon wieder zurückkommen. Aber nach einer Woche sind wir doch ein bisschen unruhig geworden und dann habe ich den Herrn Glöckler angerufen und gesagt, haben Sie das Paket bekommen? Ja, vielen Dank. Sind wir im Wettbewerb, weil die haben natürlich auch Salzburg und Südtirol und Bayern und so weiter angeschrieben. Dann sagt er freundlich, aber doch bestimmt nein. Sie sind nicht im Wettbewerb.
Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich so viel Zeit und so viel Energie investiert. Warum ist es misslungen? Und dann hat er mir das freundlicherweise am Telefon erklärt. Und es war sowas wie eine Erleuchtung. Dieses Briefing war das vom Regisseur. Und ein Regisseur kann so fantasievoll sein, wie er nur will. Aber ein Produktionsleiter erkennt auf der Basis dieses Briefings, dass das nie funktionieren wird. Erstens, nur als ein Beispiel, ein Drehort, der nur über eine Straße erreichbar ist, ist ein No-Go. Weil wenn auf der Straße ein Unfall passiert, eine Mure oder eine Lawine abgeht, steht das Filmteam entweder draußen oder drinnen und kann nicht arbeiten. So hohe Berge wären für eine Kameraführung vollkommen irre, weil der Kameramann permanent rauf und runter filmen müsste. In meiner Verzweiflung habe ich gesagt, lieber Herr Glöckler, haben wir eine zweite Chance? Dann hat er gesagt, ja, Sie haben eine zweite Chance, aber ich brauche die Unterlagen morgen. Dann haben wir eine Nachtschicht gemacht und wer weiß, wo Bergdoktor 1 entstanden ist. Auch nicht weit weg von hier, auf dem Mirminger Plateau oberhalb von Delfs. Das hat also mit dem Hoch- und Höchstgebirge gar nichts zu tun. Ist über mehrere Straßen erreichbar, das ist der Ort Wildermirming. Und ich bin dann am Tag drauf mit den neuen Vorschlägen eben nach München rausgefahren, übergeben. Und das war eigentlich der Beginn einer mehrjährigen Produktion von Bergdoktor 1, damals noch mit Lippert, Krasnitzer und so weiter und so fort. Diese Produktion hat aber bei mir und Josef Margreiter bzw. Erich Hörtnagel etwas ausgelöst. Und zwar, alle positiven Effekte, die aus dieser Produktion entstanden sind, sind in dem Fall auch nur passiv entstanden, weil sich die NDF bei uns gemeldet hat. Und wir haben uns überlegt, was geschieht oder was kann geschehen, wenn wir aktiv auf die Märkte rausgehen und den Filmschaffenden zwischen Berlin, Mumbai und Los Angeles sagen, es gibt ein kleines Land im Gebirg namens Tirol, Herz der Alpen, das eignet sich auch auf wundersame Weise als Drehort. Und wir waren ziemlich die Ersten in Europa, auf alle Fälle die Ersten in Österreich, die aufgrund dieser Impulse dann 1998 Cine Tirol unter dem Dach der Tirol-Werbung gegründet haben. Warum, glauben Sie, ist Tirol prädestiniert als Drehort für Spielfilme, Dokumentarfilme, Werbefilme, Musikvideos etc.? Was sind sozusagen die Erfolgsfaktoren des Filmlandes Tirol? Die erste Antwort ist, wären die Jalousien oben, die Berglandschaft. Was sagen die? Infrastruktur, genau. Was meinen Sie damit? Genau. Was wäre noch so? Genau, das könnte man da so dazu tun. Ja. Richtig. Darf ich es unter dem Begriff zentrale Lage? Genau. Genau. Also, das sind schon mal ganz, ganz wichtige Argumente. Natürlich, in dem Bereich geht es um die Vielfalt der Berglandschaft. Ja.
Vielfalt der Berglandschaft heißt also wirklich vom Hoch- und Höchstgebirge bis zu Tallagen, Seenlandschaften und so weiter. Das macht es im Wesentlichen aus. Ganz wichtig, und da ist die Antwort ja auch gekommen, wir könnten die tollsten alpinen Drehorte haben, wären sie nicht erreichbar, könnten wir gleich wieder zusammenpacken. Und das ist sicher mit einer der großen Entscheidungshilfen für das Filmland Tirol, dass man eben bis hinauf in Gletscherregionen mit Straßen, teilweise Seilbahnen und so weiter, aber auch Filmteams bewegen kann. Infrastruktur ganz wichtig, das ist noch immer in Gesprächen mit Filmschaffern in der Akquisitionsphase schier unvorstellbar, dass es zwischen der alpinen Wildnis für die Dreharbeiten und dann dem Ort, wo das ganze Team untergebracht ist, manchmal nur 15, maximal eine halbe Stunde ist. Macht es also sehr leicht, die Dinge zu planen. Die zentrale Lage in der Mitte Europas, München sozusagen als der große internationale Flughafen vor der Türe. Aber es gibt noch ein paar andere Argumente, die wir herausgearbeitet haben. Unter anderem zum Beispiel die 4+1 Jahreszeiten, sagen wir. Tirol hat 5 Gletschergebiete, leicht erreichbar. Und es gibt immer wieder, gerade jetzt so eine Bedarfsphase, vor allem für Werbefilme, auch für Spielfilme, für winterliche Dreharbeiten außerhalb des klassischen Winters. Dadurch haben wir beispielsweise schon viele Projekte im September, Oktober oder dann auch im April, Mai noch gewinnen können. Anderes wichtiges Argument, die Filmfreundlichkeit der Tiroler Bevölkerung und Behörden. Die machen das nicht wirklich meinetwegen oder weil die Sonne im Osten aufgeht. Ich habe da lang nachgedacht und mit doch einigen Leuten auch geredet. Jetzt abgesehen sozusagen von der Grundhaltung der Tiroler Bevölkerung, eben aus der touristischen Entwicklung heraus, es gibt fast in jedem Dorf in Tirol, also in jedem Fall eine Blasmusikkapelle, eine Schützenkompanie und eine Theatergruppe. Und dort wird großartiges Theater gemacht. Also zum Beispiel die Delfer Volksschauspiele. Das ist wirklich großes, großes Volkstheater. Gegründet von Hans Brenner und so weiter, Felix Mitterer und so. Also das hat eine unglaublich lange Tradition. Und darum ist es auch immer noch so, wenn wir mit Produktionen in ein Tal in ein Dorf kommen und das Projekt vorstellen, dann kommt immer gleich eine unglaublich positive Stimmung zurück. Teilweise, weil die natürlich dann auch mitspielen können, als Statisten oder auch in kleineren Schauspielrollen, aber dann auch für Drehorte, Drehgenehmigung, das funktioniert eigentlich immer ganz, ganz problemlos. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig bei den vielen, zwei. Erstens Architektur. Wir sind damals gestartet und haben gepredigt, Tirol ist Berglandschaft, Berglandschaft, Berglandschaft. Und dann haben wir einen sehr bekannten internationalen Location Scout aus Los Angeles einmal eingeladen für ein paar Tage, hat sich das Land angeschaut, Hubschrauber, Flüge, alles gemacht, weil wir ihn sozusagen eben auch als Botschafter in die Welt rauslassen wollten. Dann war das Abschiedsessen und ich fragte den Bill Bolling, du, was war das größte Erlebnis, der stärkste Eindruck und natürlich Erwartungshaltung? Er sagt, the mountains, the mountains, the mountains. Freundlicherweise sagt er, the mountains, the mountains, mountains. But die Architektur inmitten der Berglandschaften, das war für ihn der totale Hammer. Wer kennt das Brandenburger Haus? Ist in den Ötztaler Alpen vor über 100 Jahren gebaut, fast wie ein Turm zwischen zwei Gletschern. Und da haben wir einen Hubschrauberüberflug gemacht. Da war ein bisschen der Nebel drinnen. Und er hat gesagt, genau das meine ich. Ja?
dass in dieser Bergwildnis auf einmal eine Architektur auftaucht, die seit 100 Jahren steht. Und das hat bei ihm sozusagen schon den Film ablaufen lassen. Aber das gilt auch für Kirchen und Schlösser und teilweise für eine Almsiedlung oder ein paar Heuhütten. Ja? Diese Verbindung von alpiner Wildnis und Architektur aus verschiedensten Epochen ist enorm wichtig. Und jetzt das letzte Argument, das ich noch reinbringen will. Tirol ist reich an Geschichte und an Geschichten. So wie Andreas Hofer als Fallbeispiel. Dieses Land war über viele Jahrhunderte bis heute immer so ein Ort, wo sich Menschen getroffen haben, wo große Dinge entstanden sind, wo es ganz mutige Persönlichkeiten auch gegeben hat. Und kennt jemand von Ihnen den Film Schwabenkinder oder das Thema der Schwabenkinder? Das ist natürlich mit Tirol nicht nur, aber vor allem mit Tirol stark verbunden, auch da wieder mit St. Christoph und so weiter. Auch das ist eine Geschichte, die per se schon als Filmstoff funktioniert. Ja, es geht um Abschied, es geht um Dramen, es geht um Wiederkehr. Und die Verfilmung auch mit Tobias Moretti in einer Hauptrolle ist aus meiner Sicht so gut gelungen, dass dieses Thema, das in Tirol jetzt nicht von allen gekannt wird, nicht? Und es ist jetzt auch schon eine Zeit her, Tirol ist heute ein wirklich wohlhabendes bis reiches Land, dem Tourismus und anderen Unternehmungen geschuldet, dass es eine Zeit gegeben hat, dass Bergbauern ihre Kinder teilweise ab 7, 8 Jahren an einem bestimmten Tag im Frühling aus der Hand gegeben haben. Und die sind dann bis Ravensburg raus und sind dann, muss man sich vorstellen, wirklich wie auf einem Markt dann von den reichen Bauern begutachtet worden. Und die stärksten Burschen und die tüchtigsten Mädels sind nachher genommen worden und sind irgendwann im Herbst halt dann hoffentlich wieder gesund und heil wieder zurückgekommen. Also das ist so zum Thema Geschichten und Geschichte. Und dann gibt es noch unglaublich viel. In wenigen Tagen wird es die Erstausstrahlung geben eines Spielfilms. Der Titel Das Wunder von Würgl könnte Sie interessieren. Die wahre Geschichte, der damalige Bürgermeister 30er Jahre von Würgl, Michael Unterguckenberger, hat das Elend der Bevölkerung gesehen und hat sich dann erkundigt, was kann er machen, und hat dann durch die Einführung von Schwundgeld Würgl ziemlich aus dem Elend rausgeholt. Journalisten von der New York Times sind nach Würgl gereist, um das Phänomen zu sehen und darüber zu berichten. Kennt jemand den Gletscherfahrer Franz Senn? Gründer des deutschen und des österreichischen Alpenvereins, nicht? Hat die Armut der Bergbevölkerung im hintersten Ötztal in Fendt gesehen und hat gesagt, was können wir da machen? Und hat dann entschieden, er lässt Wege bauen und Schutzhütten, und er ist eigentlich der Pionier des modernen Tourismus. Auch das Lebensgeschichte mit vielen Brüchen, mit einem elenden Ende, ein Filmstoff, der sicher funktionieren wird. So, also das sind die sogenannten Erfolgsfaktoren. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Ein bisschen Geld werden wir brauchen, weil von gar nichts kommt nichts. Wir müssen zum Landeshauptmann, damals Landeshauptmann Dr. Wendelin Weingartner, noch dazu ein Banker in seinem Vorleben. Ja. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns gut vorbereiten, haben eine Machbarkeitsstudie geschrieben und sind dann zu ihm ins Büro und haben also das vorgetragen. Was glauben Sie, sind die drei entscheidenden positiven Effekte aus dem, was wir da geplant haben? Das Ansinnen war klar, wir wollen von ihm ein Geld. Nicht? Und grundsätzlich hat der Landeshauptmann kein Geld. Ja?
weil es viele andere Begehrlichkeiten, Notwendigkeiten, Dringlichkeiten gibt. Also da muss man schon relativ gute Argumente liefern, dass er dann vielleicht sagt, habe ich verstanden, let's go. Denken Sie dran, er war im Vorfeld, im Vorleben ein Banker. Die wirtschaftlichen Effekte aus einer Filmproduktion in einem Land, in einer Region, in einem Dorf sind beeindruckend. Und die entstehen bei großen, aber auch bei kleinen Produktionen. Also, die positiven Effekte wirtschaftlich. Eine Serienproduktion wie zum Beispiel der Bergdoktor oder Soko Kitzbühel geht über 6, manchmal gar 7 bis 8 Monate. Ein Team von 50 bis 60 Menschen vor Ort im Wechsel. Annähernd 1,8 bis 2 Millionen Euro lässt eine solche Produktion eben in Kitzbühel oder in Elmar für den Bergdoktor. Natürlich, und das kommt jetzt öfter vor, und Sie hören das ja dann im nachfolgenden Vortrag, große Produktionen wie eben James Bond, 007 Spectre, 2015 in Sölden und Oberdilliach in Tirol realisiert, mit einer unglaublichen Vorlaufzeit. Die sind schon im August mit einer Vortruppe 80 Personen nach Sölden kommen. Und die Hauptdreharbeiten waren dann im Jänner, Februar, 3 Wochen, 8,9 Millionen Euro für produktionsbedingte Ausgaben. Was sind produktionsbedingte Ausgaben? Unterkunft, Verpflegung, Motivmiete, Local Crew, bis hin zu Treibstoff und so weiter und so fort. Wir sind ja in mehrfacher Weise mit diesen Produktionen in Verbindung und bekommen auch die Abrechnungen. Es ist höchst erstaunlich, was da an wirtschaftlichen Effekten anfällt. Es gibt einen kleinen Tankwart in Siljan, der während der Dreharbeiten für Bond natürlich jeden Tag von Hunderten von Autos angefahren wurde, um bedankt zu werden. Ich gehe davon aus, dass der Osttiroler noch immer auf einer kleinen Karibikinsel in der Sonne liegt und das Leben einfach genießt, weil unvorstellbar, was der in dieser Zeit eben an Einnahmen gehabt hat. Ich sage immer scherzhafterweise, diese Produktionskosten gehen also wirklich von den Hotelrechnungen bis zum kleinen Souvenirladen, der auch ein paar Postkarten verkauft hat, weil hin und wieder doch ein Filmschaffender der Oma eine Ansichtskarte schreibt. Die wirtschaftlichen Effekte in Tirol erreichen im Jahresschnitt 6,5 bis 7 Millionen Euro. Im Jahr der James-Bond-Produktion ist es natürlich raufgeschossen auf über 13 Millionen. Also, wirtschaftliche Effekte. Der zweite positive Effekt aus Filmproduktionen, das ist der sogenannte mediale Effekt. Über Filmproduktionen wird berichtet. In Printmedien, ich habe Ihnen da eine Auswahl mitgebracht, in elektronischen Medien, in Social Medias. Es ist unglaublich, was sich in diesem Bereich abspielt. Ein kleines Beispiel, Anruf einer Journalistin aus Paris. Das ist ein Frauenmagazin mit dem Namen Biba, habe ich davor nicht gekannt. Und Letizia hört, dass wir also relativ viele indische Filmproduktionen nach Tirol holen. Ob sie da nicht einmal kommen könnte und darüber berichten. Und natürlich sagen wir gerne. Kommt dann mit einem Fotografen und was entsteht? Ein mehrseitiger Bericht, eine Reportage über die Dreharbeiten in Tirol mit Interviews und so weiter und so fort. Das Ganze hat uns 2 Cappuccini gekostet, weil alle anderen Kosten hat natürlich der Verlag übernommen. Oder ADAC Reisemagazin, das wird von mehr als 17 Menschen gelesen. Waren auf der Suche nach neuen Themen,
haben sich Tirol ausgesucht, dann war dieses Briefinggespräch und da war die Frage, ja, was soll da ins Heft hineinkommen? Und da gibt es halt die großen Klassiker, das Goldene Dach, Swarovski, Kristallwelten, Kitzbühel, die Streif. Und dann habe ich aufgezeigt, aber wäre das nicht irgendwie mal ganz spannend, über das Filmland Tirol zu berichten? Was? Und super Thema, auch da drinnen dann wieder eine mehrseitige Strecke, Bilder und Texte über die Dreharbeiten verschiedener Produktionen. Das ist ein Wert, der schwer zu bemessen ist, aber auch ein Beispiel, Sie werden es da bei den Unterlagen sehen, bei James Bond hat es einmal eine vorsichtige Schätzung gegeben. Der Medienwert der Dreharbeiten James Bond in Tirol nach einer großen Agentur, die sich da schon ganz gut auskennen sollte, wurde mit 1 Milliarde Euro beziffert. 1 Milliarde Euro jetzt bei einer Großproduktion. So, und jetzt schaut der Landeshauptmann schon einigermaßen willig in die Runde. Das dritte Argument, warum er Geld hergeben sollte, war eben der filmtouristische Effekt. Filmtourismus nach Definition Dr. Stefan Rösch ist eine Reise, die durch eine Filmproduktion inspiriert wurde. Bei den meisten Vorträgen, die ich halte, und ich frage dann so in die Runde, wer war schon einmal ein Filmtourist? Wer hat sich durch einen Film schon einmal inspirieren lassen, in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte Stadt zu reisen? Sagen im Normalfall alle, noch nie. Freiwillige Meldung. Und was war die Inspiration? Okay. Nur gehört davon? Nur gehört. Okay. Sie sind in allerbester Gesellschaft. Ja? Es gibt eine Untersuchung der originellerweise Halifax Travel Insurance aus London. Die kommt zum Ergebnis, und jetzt halten Sie sich fest oder an Ihrem Nachbarn fest, 27% der Befragten, 27% der Befragten geben an, dass sie sich von Kino- und Fernsehfilmen in ihrer Urlaubsentscheidung inspirieren lassen. Wenn Sie sich vorstellen, wie viel Geld eine Österreich-Werbung, Tirol-Werbung, Tourismusverbände, Hotellerie, Bergbahn und so weiter und so fort ausgeben, um in diesem Wettbewerb der Destinationen ein wenig Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, mit Sonnendestinationen, mit Bergdestinationen, dann ist diese Zahl, 27%, ein Heuler. Es ist noch nicht so, dass gleich die Buchung gemacht wird. Ja? Aber wenn Sie diesen berühmten Marketing-Channel sich anschauen, nicht? Wo oben Millionen von Möglichkeiten herumschwirren, nicht? Um aus diesen Millionen irgendwie herauszustechen, leisten die Filme einen unglaublichen Beitrag. Bitte. Zahlen nicht die Tourismusverbände auch zum Beispiel von James Bond oder so, entsprechend der Kampagne, die leisten? Das gibt es, ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist natürlich inzwischen auch ein Geschäftsmodell geworden. Das auch sehr gut funktioniert, muss man schon sagen. Heuer haben wir eine Studie zugespielt bekommen, Chinese Travel Monitor heißt die. Die kommen überhaupt zum Ergebnis, dass sich chinesische Touristen zu über 60% von Filmproduktionen in ihrer Urlaubsentscheidung inspirieren lassen. Bitte? Was aber für die genau. Hat eine Plage, genau. Oder und so weiter, genau. Ja, genau. Also
gebe ich Ihnen natürlich recht. Es hat aber nicht nur mit Filmtourismus zu tun. Das ist ein sehr komplexes Thema, Billigflüge, Mehrfachurlaube und ein Beispiel von Hallstatt, die Kopie, die in China steht und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, wenn es darum geht, oder eine Destination bekannt zu machen und auch als Urlaubsdestination zu bewerben, ist das Medium Film offensichtlich eine sehr gute Möglichkeit. Ich darf Ihnen ein Beispiel, und zwar super aktuell, zum Vortrag bringen. Hat jemand von Ihnen, das sind jetzt zwei Pilotfilme rausgegangen, Titel Team Alpin. An zwei Donnerstagen, Hauptabendprogramm ZDF. Spielt zur Gänze in Tirol, Alpbachtal, Gramsach, Aachensee, Zillertal. Erstausstrahlung am 1. November um 20.15 Uhr. Am 2. November um 15.20 Uhr erreicht uns folgende E-Mail. Hallo, ich hätte einige Fragen zu Ihrem Team Alpin. Kann man die Drehorte besuchen? Wann wurde der Film gedreht? Gibt es bei Ihnen ein reales Team Alpin? Wie heißt das Hotel und kann man es buchen? Wie heißt die Stadt, die gezeigt wird? Kann man das Tal mit dem normalen Auto erreichen oder braucht man einen Jeep? Gibt es Ferienwohnungen und Appartements? Wo ist der Klettersteig und der Bach? Gibt es noch freie Unterkünfte? Gibt es bei Ihnen Einkaufsmöglichkeiten? Ist bei Ihnen eine größere Stadt in der Nähe? Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Bertram Tschetschke. Jetzt ist es nur ein Beispiel, aber es beweist in eindrucksvoller Form, wie so ein Film funktioniert. Da sitzt jemand in Leipzig, sieht den Film, die Drehorte sind nicht einmal real benannt. Reit im Alpbachtal heißt Engerberg. Das Einzige, was sozusagen den Hinweis gibt, sind die Nummernschilder, Kufstein. Und wir haben das natürlich über Kommunikationswege, Social Media, so im Vorfeld schon ein bisschen raufgepumpt. Und dann kommt so eine Anfrage, die ja schon sehr konkret ist. Ja? Das ist ja keine Inspiration mehr, da sind wir unmittelbar vor der Buchung. Aber hallo, hallo. Cine Tirol ist auch, oder speziell aus diesem Grund, auch durch Fügungen, aber auch aus diesem Grund ein Geschäftsfeld der Tirol-Werbung. Ja? Weil wir eben damals auch in der Machbarkeitsstudie noch auf relativ dürftigem Studienmaterial aber erkannt haben, da passiert was, da geht was. Und Sie wissen ja die anderen großen Beispiele wie Sound of Music, wer ist aus Salzburg? Ja? Ja? Nein. Nein. Bitte? Da gibt es die verschiedenen Ebenen. Es gibt, so wie beim Bergdoktor zum Beispiel, alle Drehorte des Bergdoktors sind mit Realnamen drinnen. Elmau, Going und so weiter und so fort. In dem Fall hat der Sender oder die Produktionsfirma, aber eigentlich in dem Fall der Sender, entschieden, sie wollen nicht den Originalnamen nehmen. Bergdoktor 1 zum Beispiel, Sie können sich vielleicht erinnern, das Dorf heißt eben nicht Wildemirming, sondern Sonnenstein. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, also die Realnamen, da bin ich bei Ihnen, manchmal kann man so etwas kaufen, ja, kostet dann aber sehr viel Geld und ist bei öffentlich-rechtlichen Sendern eher kritisch. Oder es ergibt sich durch Wunsch des Senders, der Produktionsfirma und auch des Namens selber, nicht? Der soll phonetisch schon einigermaßen gut funktionieren. Umso wichtiger ist es, eben im Kommunikationsbereich zum richtigen Zeitpunkt das Ganze schon so aufzupumpen, dass dann die Interessen auch abgefangen werden. Natürlich, solche Anfragen werden von uns liebend gern
beantworte, beziehungsweise dann gleich auch zusammen mit der jeweiligen Region, um das Ganze dann auch einzufangen. Ja, in einer Kurzfassung, Bergdoktor 1 wurde 8 Jahre lang in Mirming realisiert und war ja ein Produkt von Sat1. Die sind dann zur Entscheidung gekommen, die kein Mensch verstanden hat, die Zielgruppe für Bergdoktor ist zu alt. Das war der Wahn Ende der 90er. Es muss alles auf die junge Zielgruppe. Was ja aber sowas von bescheuert ist, oder wenn man sich ein bisschen mit Marketing und Kommunikation auseinandersetzt. Aber der Sender hat sozusagen die 8. Staffel fertig gemacht und dann beendet. Und dann, die Rechte sind aber weiterhin bei dem Sender verblieben. Und es hat dann fast 10 Jahre gedauert, bis ZDF die Rechte abgekauft hat. Und dann war natürlich die Überlegung, das wieder in Wildermirming weitergehen zu lassen, aber der Sender wollte einfach einen ganz neuen Look und einen Neustart haben, deshalb auch Herrn Siegel dann als Bergdoktor, der von New York zurückgekommen ist, und eben auch das Umfeld und so weiter. Das war der Grund. Genau. Eine andere Geschichte zum Thema Filmtourismus. Vor 5 Jahren erreicht mich im März eine E-Mail von Dr. Yusuke Yahagi aus Victoria, Texas, der mir auf Deutsch schreibt. Es ist erkennbar, es ist nicht seine Muttersprache, aber man spürt auch, wie sehr er sich bemüht und beschreibt sich und sein Leben, wie der Name sagt, gebürtiger Japaner. Ist nach New York, hat dort 2 Jahre wirklich Autos gewaschen, um sich das Geld für die Medical School zu verdienen, macht die dann in kürzester Zeit fertig und ist ein wirklich über die Grenzen hinaus bekannter Herzchirurg mit der eigenen Klinik in Victoria, Texas. Er hat sein Schlafbedürfnis auf 4 Stunden pro Nacht reduziert, ist Träger des Schwarzen Gürtels, spielt Gitarre und singt in einer Ärztekombo, die an Wochenenden herumfährt, um Geld zu sammeln für bedürftige Patienten, vor allem für Kinder. Und weil er so viel Zeit hat, er liebt Ärzteserien, kennt alle Ärzteserien der Welt und ist über einen Stream zum Bergdoktor gekommen und entscheidet, das ist die beste Ärzteserie der Welt. Um es zu verstehen, bringt er sich selber Deutsch bei und hat nur mehr einen Wunsch in seinem Leben, er möchte gern bei den Dreharbeiten dabei sein. Ob wir da was dafür tun können. Und wir haben schon ein bisschen schwierige Sachen gelöst und gesagt, das schaffen wir. Und an einem Julitag desselben Jahres steht Yusuke mit seiner amerikanischen Frau dann vor dem Tourismusverband in Elmau. Große Begrüßung, Umarmung, wir sind dann draufgekommen, dass wir das gleiche Baujahr sind, 1959, und die 59er halten unglaublich zusammen rund um die Welt. Also eine großartige Freundschaft ist da entstanden. Er hat 3 Drehbücher auf Deutsch geschrieben, die er dann dem Produzenten und dem Hans Siegel übergeben hat. Die waren dann so gerührt, dass sie ihm gleich eine Statistenrolle an diesem Tag hineingeschrieben hat. Es ist wieder der Yusuke in Tränen gestanden. Also es war unglaublich. Ist eine Woche geblieben vor Ort beim Stangelwirt Unterkunft und er hat dann über sein unvorstellbares Netzwerk der Social Media eine Hymne auf das Filmland Tirol in Texas und rund um die Welt entfacht. Das war unglaublich. Ja? Filmtourismus, das waren jetzt Einzelbeispiele. Ist jemand aus der Gegend? Sölde Gegend, Elmau und so weiter. Ja, plus minus. Auf alle Fälle, seit Jahren gibt es dort die Bergdoktor-Fanwochen. Ja?
wir sind da bei dem ersten Durchgang dabei gewesen und ich bin natürlich runtergefahren in der Erwartung, wir treffen eher älteres Publikum, vor allem aus Deutschland, Österreich, und waren bass erstaunt. Es waren unglaublich viele Menschen aus allen Altersgruppen und eben auch aus Slowenien, aus Norwegen, aus Dänemark, aus den Niederlanden. Und heuer haben sie eine Bergdoktor-Gala veranstaltet in einem Zelt. Da waren 3.500 begeisterte Bergdoktor-Fans, die auf den Spuren von Hans Siegel vor Ort waren. Das zeigt einmal mehr, dass diese Verbindung zwischen Film und Tourismus und umgekehrt Tourismus und Film wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die anderen internationalen Beispiele sind bekannt, eben Inga Lindström für Schweden, Rosamund Pilcher für Großbritannien. Herr der Ringe klarerweise hat Neuseeland, obwohl am sogenannten Ende der Welt, unglaublich in den Fokus gebracht. Star Wars beispielsweise ist auch ein sehr filmtouristisches Projekt und mein Nachredner wird Ihnen erzählen, was im Ötztal entstanden ist, um auch diese Produktion dann eben filmtouristisch zu verwerten. Wobei das, was im Ötztal entstanden ist, wirklich die absolute Meisterklasse ist, mit großem, auch finanziellen Aufwand und auch einem unternehmerischen Mut, das wirklich weltweit in der Form kaum existiert. Meine Botschaft aber eben seit jetzt 20 Jahren ist fast missionarisch durchs Land gehend, mit den Tourismusverbänden, Gemeinden reden. Filmtouristische Verwertung ist nicht, ich sage laut und deutlich, nicht mit einem großen finanziellen Aufwand a priori zu verbinden. Man kann auch mit ganz, ganz kleinen Initiativen da viel ausmachen. Aber wenn man da beispielsweise ein paar Broschüren hingelegt, so eine ganz kleine und finanziell sehr überschaubare Investition ist die Produktion einer Karte, wo die Drehorte in der Region eben eingezeichnet sind. Darf ich Ihnen da ein Beispiel, ich gehe jetzt kurz aus der Kamera, kommen wir gleich wieder zurück. Es gibt den Film, den Sie vielleicht kennen, Sideways. Zwei relativ junge Männer, einer kurz vor Eheschließung, entscheiden sich, nach Kalifornien zu reisen, sich dort ein Cabriolet zu leihen und dann von einem Weingut zum anderen zu fahren und über den Sinn des Lebens und der Liebe und der Ehe und so weiter zu diskutieren. Ein durchaus heiterer Film, traumhafte Locations, eben diese Weingüter, aber auch die Berge und so weiter und so fort. Kurz nach dem Release dieses Films ist der Tourismusverband von Santa Barbara von einer Welle von Anfragen überschüttet worden. Die waren darauf nicht vorbereitet. Sie haben dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion diese eher schlichte Karte produziert, auf der Rückseite die Drehorte noch einmal präsentiert und inzwischen ist es fast kulthaft, dass junge Amerikaner eben vor diesem entscheidenden Schritt noch einmal ihren Best Buddy nehmen und sagen, let's go sideways. Ja. Und davon gibt es viele, viele andere Beispiele. Die Kollegen in Großbritannien zum Beispiel sind aus meiner Sicht da wirklich marktführend. Die produzieren für jede Filmproduktion, die auf ihrem Territorium entsteht, eine Karte, einen Folder, egal ob das Harry Potter-Filme sind oder andere große historische Filmproduktionen. Das ist für sie sozusagen Standard. Der Film startet und sie sind schon aufgestellt, diese Anfragen und die es häufig gibt, eben abzuarbeiten. Gut, also erfreulicherweise, alle diese Argumente haben Dr. Wendelin Weingartner überzeugt und er hat dann 1998
das Okay gegeben und uns auch ein bisschen Startkapital geliefert. Da vielleicht noch die Eckdaten. Wir schätzen uns nach wie vor sehr glücklich, dass wir ein Gesamtbudget aus Landesmitteln zweckgebunden von 1 Million Euro verwenden dürfen. Wir sind inzwischen zu viert. Anfangs waren wir 1,5, Thomas Fuchs, Anna Grieser, Angelika Barkitz und meine Wenigkeit. Wir haben im Heuer den 20. Geburtstag gefeiert und im Rückblick sind wir schon sehr dankbar und auch demütig, dass die damaligen Ideen aufgegangen sind. Tirol ist das führende Filmland der Alpen. Wir haben in 20 Jahren über 1000 Filmproduktionen nach Tirol führen können. Kino, Fernsehen, Dokumentar, Spiel, Werbe, Filme, aber eben auch Musikvideos. Wir waren, wie gesagt, die erste Filmkommission in Österreich. Inzwischen gibt es 6. Wichtig für Sie ist jetzt vielleicht noch, was tun wir, um Filmproduktionen nach Tirol zu führen? Was würden Sie tun an meiner Stelle vor 20 Jahren? Sie sind ein vollkommen unbeschriebenes Blatt. Sie kommen ganz neu auf diesen Markt. Sehr hilfreich ist die Teilnahme an großen internationalen Filmfestivals. Beispielsweise die Berlinale oder das Festival von Cannes. Davon gibt es aber rund um die Welt viele weitere. Die zwei, also Berlin und Cannes, sind immer in unserem Programm. Aber zum Beispiel Locarno oder Busan, Shanghai, Los Angeles sind dann immer situativ Festivals, die wir auch besuchen. Dann also die ganze Tastatur, Homepage, Newsletter und so weiter und so fort, um in Erinnerung zu bleiben. All das läuft unter dem Titel Cine Tirol Promotion. Die zweite Ebene, wenn aus all diesen Akquisitionsgesprächen vor Ort beispielsweise ein Berliner Interesse entstanden ist und dieser Filmschaffende zum Beispiel sagt, ja, ich habe jetzt ein Drehbuch, braucht eine Berghütte, da habe ich doch gerade mit Leuten von Cine Tirol geredet, die kontaktiere ich. Dann gibt es diesen Erstkontakt mit mehr oder weniger Informationen über das Projekt, vorzugsweise schon mit Drehbuch, aber sonst im Treatment oder Synopsis und Briefing. Dann bieten wir an, dass wir aus unserem Location-Archiv, wir haben 2000 Drehorte in Tirol in 10 Kategorien aufgenommen, sind also zum Beispiel Berghütten, Seen, Chalets, Häuser, Schlösser, Burgen, Bergstraßen und so weiter und so fort. Dann ist es so, dass wir innerhalb von 24 Stunden mindestens 10 Vorschläge für die mögliche Location liefern. Ohne Hintergrundinformationen, aber mit vielen Fotos. Das ist dann die Phase Cine Tirol Location Service. Wenn unter diesen Vorschlägen, welche sind die entsprechen, dann haben wir die Möglichkeit, die Filmschaffenden für 3 Tage nach Tirol einzuladen. Das heißt, der Produzent, der Regisseur, Kamera meistens und Produktionsleiter sind dann für 3 Tage unsere Gäste. Wir zeigen ihnen die vorausgewählten möglichen Drehorte und das ist die superkritische Phase. Da muss also wirklich alles tiptop funktionieren. Teilweise macht man das Location Scouting selbst, teilweise macht man es mit Location Scouts, die wir im Laufe der Jahre an uns gebunden, teilweise ausgebildet haben. Auch interessant, es sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Fächern, sind zum Beispiel Bergführer dabei, Ski- und Bergführer, die für hochalpine Dreharbeiten besonders gebucht werden. Aber es sind auch eine Kunsthistorikerin dabei, wenn es also um das Thema Architektur geht, wird die gebucht. Und
Das freut mich schon, dass im Rückblick der 20 Jahre von 10 gescouteten Projekten 8 Projekte dann auch in Tirol realisiert werden. Dann kann nämlich Tirol wirklich alles ausspielen, was wir davor als die Erfolgsfaktoren geliefert haben. Und natürlich, wenn Filmschaffende das vor Ort sehen, beispielsweise, dass sie mit dem Auto von Innsbruck Flughafen bis zum Kaunertaler Gletscher hinauffahren können, dann ist es für sie einfach teilweise unglaublich und unvorstellbar, aber letztlich eben ein gutes Argument, dann die Dreharbeiten dort auch zu realisieren. So, und jetzt kommen wir sozusagen zur dritten Ebene. Also dieses Angebot gilt für alle. Für jede Filmproduktion, die in Tirol was machen will. Und dann gibt es noch den sogenannten Cine Tirol Production Incentive. Im Normalfall ist es so, dass der Produzent dann anruft und sagt, super, wunderbar, die Berghütte überzeugt, die Erreichbarkeit des Gletschers, wunderbar. Aber Sie wissen ja, die Produktion von Filmen ist unglaublich teuer und im Hochgebirge noch viel teurer. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir auch von Cine Tirol einen finanziellen Zuschuss bekommen? Den gibt es. In diesem Gesamtbudget, dieser 1 Million, sind in etwa 600.000 Euro dafür vorgesehen, dass Filmproduktionen dann auch einen Betrag kommen. Und das sozusagen ist jetzt die Verbindung zu Ihrer Anfrage oder Ihrem Hinweis, ja, Geld spielt eine immer größere Rolle bei der Entscheidung, in welchen Ländern, in welchen Regionen gedreht wird. Österreich steht da nicht schlecht da, da gibt es auf Bundes- und eben auf Landesebene, manchmal auch auf Gemeinde- oder DVB-Ebene Möglichkeiten, finanzielle Beiträge zu zahlen oder geldwerte Leistungen anzubieten. Wie gerade jetzt, wir bereiten eine große Hollywood-Produktion vor, die Anfang des Jänners nicht weit weg von da, aber ich habe einen Vertrag unterschrieben, mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Aber der Tourismusverband zum Beispiel stellt ein leerstehendes Gebäude als Produktionsbüro zur Verfügung, was natürlich unterm Strich hilft, Kosten zu sparen. Das geht natürlich nur über einen schriftlichen Antrag auf der Basis unserer Richtlinien und ist dann auch ein etwas aufwendiger Entscheidungsprozess. Aber diese Unterstützung unter dem Titel Cine Tirol Production Incentive gibt es. Interessant zu wissen, da hat jetzt seit Jahren ein großer Wettbewerb begonnen. Wir haben gerade gestern Nachrichten erhalten aus Rumänien. Die dortige Regierung hat beschlossen, Filmproduktionen, die in Rumänien drehen, mit 45% der in Rumänien getätigten Kosten zu refundieren. Weil die Menschen sagen, die positiven Effekte, die medialen und auch die filmtouristischen, rechtfertigen, dass wir so ein Angebot machen, das natürlich zusätzlich zu den traumhaften Landschaften und Drehorten, Studios und so weiter, eben gut funktioniert. Ich habe immer wieder Filmproduktionstitel einfließen lassen. Freut mich, dass Sie ein paar dieser Produktionen gesehen haben. Natürlich haben wir uns über James Bond sehr gefreut, der auf ganz besondere Weise nach Tirol gekommen ist und der größte Verdienst gebührt da Jakob Falkner, dem Eigentümer und Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden. Wir haben viele Fernsehreihen nach Tirol geholt, zum Beispiel im Tal des Schweigens, in Siljan, in Osttirol. Wir haben 11 Tirol-Tatorte realisiert, alles auf der Basis von Drehbüchern Felix Mitterer, Klammer auf, den ich dann ein bisschen besser kennenlernen durfte und den ich mal gefragt habe, du Felix, wie erfindest du diese unglaublichen Geschichten? Und dann schaut er mich, wie seine Art ist, sehr freundlich und liebevoll an und sagt, Johannes, ich erfinde keine Geschichten. Das habe ich noch nie getan, weder als Theater noch als Filmmensch.
Die Geschichten finden mich. Ich höre zu an einem Stammtisch. Ich lese regionales Heimatblatt. Ja. Und aus diesem Impuls heraus schreibe ich dann meine Geschichten eben für Bühnen oder für Filme. Wir haben von vornherein eine sehr internationale Ausrichtung für uns entschieden. Sind deshalb auch glücklich, dass wir Produktionen aus USA, Kanada, Brasilien, aus China, Südkorea, Japan und so weiter nach Tirol holen konnten. Und so ein ganz spezieller Markt für uns ist Indien geworden. Und Indien war in der Gründungsphase von Cine Tirol nicht auf unserem Radar. Ich bin 93 sechs Wochen durch Nepal gewandert und habe die großartigen Berge des Himalayas gesehen und für mich war klar, wie ich gewusst habe, auch in Indien und so weiter großartige Berglandschaften. Wir haben aber damals in der Gründungsphase allen österreichischen Botschaften, Handelsdelegationen, Zweigstellen Österreich, Werbung, diesen berühmten Antrittsbrief geschickt. Liebe Leute, unter dem Dach der Tirol, sind in Tirol, wir wollen Filmproduktionen, bitte helft. Die erste Nachricht ist nicht aus Hollywood, London oder sonst wo gekommen, sondern aus New Delhi. Der damalige Botschafter, Dr. Herbert Raxer, schreibt uns über zwei Seiten, dass das eine großartige Idee ist und dass wir wunderbare Erfolge mit indischen Filmproduktionen haben werden. Damals waren wir eineinhalb. Ich schaue meine Kollegin an und denke mir, zu viel Sonne, zu viel Chicken Tandoori. Warum ja, sollte eine einzige indische Filmproduktion bitte 5000 Kilometer reisen, um dann am Aachensee oder in Kitzbühel vor der Kamera zu stehen? Meine Mutter hat mir gesagt, Johannes, sei immer höflich und freundlich, speziell wenn Botschafter in dein Leben treten, also Form vollendet, Exzellenz, bla bla bla, bitte um Aufklärung. Aufklärung war dann in Kurzformulierung, er ist mit einer indischen Schauspielerin verheiratet, der Schelm. Er hat natürlich einen tiefen Blick in diese Branche und hat gewusst, dass es richtigerweise 80 Jahre lang viele Bollywood-Produktionen in Kaschmir gegeben hat, bis zu 100 Produktionen pro Jahr. Berge, Seen, ein Traum. Aber aufgrund des leider bekannten Konflikts Pakistan-Indien, gerade in dieser Gegend, sollte man besser keine Kamera auspacken. Und jetzt haben sich diese indischen Filmproduktionen, weil sie Berge für ihre Geschichten dringend brauchen. Berge stehen für Inder, für Utopia, für sauberes Wasser, für angenehme Temperaturen und so weiter, auf die Suche nach Bergen außerhalb von Indien gegangen und sind in der Schweiz fündig geworden. Interlaken und so weiter war eine Number One Destination für Bollywood-Produktionen. Und die Tiroler im Raum wissen, wenn die Schweiz sozusagen als Name fällt und sozusagen als Mitbewerber auftritt, geht im rechten Satz Hosensack ein Taschenmesser leicht auf. Ja. Es beginnt dann diese Friendly Competition, weil wir sind ganz fest der Meinung und der Überzeugung, das, was die Schweiz hat und kann, können wir auch, haben wir auch und insgesamt noch um ungefähr 30% günstiger. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Botschafter, das sind doch gute Nachrichten aus Delhi. Lass uns mutig sein. Wenn Sie uns helfen, fliegen wir nach Mumbai, laden wir ein paar Filmproduzenten ein und sagen Ihnen, dass es neben der Schweiz noch ein tolles Land mit Bergen gibt. Das hat er dann wirklich mit toller Unterstützung auch gemacht. Und inzwischen haben wir 86 Bollywood-Produktionen nach Tirol führen können, die uns natürlich medial wieder unglaublich viel gebracht haben, weil die Vorstellung, dass eben die Hauptdarsteller, und die sind ja in Indien im Rang eines Gottes, nicht? Shah Rukh Khan kann dort fast alles tun und machen. Ja? Wenn der dann in Seefeld oben vor der Kamera steht, dann erfährt es Indien fast in dem Augenblick. Barbara, wir können bis halb machen, gell? Passt. Jetzt, Indien,
Indien ist natürlich ein sehr spezieller Markt. Wer war schon einmal in Indien von Ihnen? Aha. Eins der faszinierendsten Länder dieser Erde. Ich finde auch den Claim der indischen Kollegen Incredible India sehr gelungen, weil das auf meinen bisher 9 Reisen nach Indien, es war immer unglaublich, was ich dort gesehen, gehört, geschmeckt und so weiter habe. Die Planbarkeit indischer Filmproduktionen bewegt sich knapp unter Null. Gerade letzte Woche wieder, Montag, nach dem längeren Wochenende, 17.30 Uhr, Anruf von der Rezeption der Tirolwerbung. Johannes, kannst du bitte kurz runterkommen? Mache ich natürlich gern. Vor mir steht Amarjit Singh, ein Filmschaffender aus Neu-Delhi, der ohne Ankündigung vor mir steht und sagt, we would like to shoot in your beautiful country. Dann muss man flexibel und spontan sein und halt dann wirklich aus der Hüfte heraus die Dinge noch regeln und vorbereiten. Aber ja, es ist gelungen. Vielleicht noch eine Anekdote zu Indien, eine der ersten Produktionen. Da haben wir einfach auch noch wenig Erfahrung gehabt und haben eben dieses Location Scouting durchgeführt. Und Inder sind dann so, dass die gleich nach dem Scouting beginnen zu drehen. Europäische Produktionen, amerikanische kommen und dann vergehen 2 oder 3 Monate, manchmal auch 6, und dann beginnen also die Dreharbeiten. Bei Indern fließt das irgendwie ineinander über. Auf alle Fälle, an diesem letzten Scouting-Tag sind wir wieder nicht weit weg von hier, am Fernpass, weil der Bedarf war ein Bergsee und dort gibt es mehrere wunderbare Bergseen. Wir schauen uns das an und es stellt sich heraus, es ist die Traumlocation. Es geht leichter Wind, der so die Wellen erzeugt und die Sonne und so weiter und so fort. Also es ist alles wunderbar. Wir fahren zurück nach Innsbruck und Inder essen auch in Tirol nur indisch. Also jeder versucht, denen irgendetwas von der österreichischen Tiroler Küche anzubieten, wird zwar höflich versucht, aber man merkt dann relativ gleich, das ist es nicht. Also wir sitzen da bei Chicken Tandoori beim Inder und ich habe ein paar Broschüren mit und darin auch ein Bild von einer Trachtengruppe. Nitin Manmohan, der Regisseur und Produzent, das fließt auch alles zusammen, sagt, das findet er wunderbar, er hätte gern für den Folgetag um 7 Uhr 40 Tirolerinnen und Tiroler in der Tracht am Blindsee. Denk mir, jetzt wird spannend, ruf einen mir bekannten Mann an, der da draußen eine Brauchtumsgruppe führt, hol den aus dem Bett. Das war dann schon 23.15 Uhr und er sagt, du lieber Franz, ich weiß, es ist jetzt alles ganz schrill, was du hören wirst, aber ich bin weder betrunken noch unter Drohung. Hoch das an und bitte hilf. Er hat sich natürlich gedacht, dass ich schwer betrunken bin oder schwere Drohung, weil das, was ich ihm da gesagt habe, er im Pyjama, nicht, das war unvorstellbar. Auf alle Fälle, er sagt, okay, weil ich dich kenne, ich mache das, ich tue, kannst du verlassen, die Leute stehen da. Ich fahre raus, bin um 6:30 schon dort oben. Nicht? Wieder ein Traumtag, die Sonne geht gerade hinter den Bergen auf, der Wind von gestern noch einmal da, es ist zum Niederknien. Auch deshalb, weil 40 Tirolerinnen und Tiroler da stehen. Nicht? Die Federn im Wind, die Schürzen im Wind, gell? Farm, alles zum Weinen schön. Gell? Keine Inder. Es wird 7:30, keine Inder. Kurz vor 8, Nitin Manmohan lässt sich vorfahren. Ich zu ihm hin und sage, Nitin, jetzt wird es spannend und die müssen in die Arbeit und es wäre schon gut, wenn wir jetzt loslegen könnten. Seine Antwort, we cannot shoot the scene. Mr. Johannes, so heiße ich in Indien, Mr. Johannes. Ich, vollkommen perplex, frage die dümmste aller dummen Fragen, why? Die Antwort, oh, Mr. Johannes, I had a very bad dream last night and the dream said, do not shoot the scene. Thank you so much and God bless you. Ich habe natürlich gedacht, ich versinke im Erdboden, schaue hinüber zu den 40 Tirolern, denke an das Gespräch von gestern Abend.
aber das ist Indien. Ja? Und entweder das verpackt man und steht es durch, so oder so, oder man lasst es. Also es haben einige Kollegen in Österreich natürlich auch versucht, in den Markt einzusteigen, aber spätestens nach einer Produktion haben die gesagt, Johannes, du kannst alle Inder haben. Ich der backe es nicht. Nur was rauskommt am Ende, sind großartige Bilder, großartige Filme. Ja? Und Sie kennen wahrscheinlich Bollywood-Produktionen, da geht es um Tanz, um Gesang, da geht es um Herz, Schmerz und Happy End und so weiter. Also die klassischen Bollywood-Filme gibt es auch andere inzwischen, aber die funktionieren so. Nicht? Und da habe ich auch diesen berühmten Nitin Manmohan dann gefragt, wie ich wieder einigermaßen zu Bewusstsein gekommen bin. Ich frage Nitin, was ist der Erfolg dieser Bollywood-Produktion? Und er sagt, oh, ja, it's very simple. We are selling dreams. Ja. Das packen diese Träume, die sie haben, nicht die guten wie die schlechten, die packen sie sozusagen in ihre Produktionen rein. Und darum sind indische Produktionen ja nicht nur in Indien und der Diaspora, sondern inzwischen, es gibt das Filmfestival Beyond Bollywood in Stuttgart, da sollte man sehr schnell Tickets buchen, weil die sind nach 2 Stunden sind die ausverkauft. Ja. Also Indien ist ein besonderer Markt für uns, hat aber mein Leben reicher, bunter, spannender, wunderbar gemacht und ich wünsche mir, dass wir da noch lang dabei bleiben können. Ich schaue auf die Uhr und möchte noch einen kurzen Blick hier in die Zukunft werfen. Nach 20 Jahren freuen wir uns, dass wir so weit gekommen sind mit überschaubaren Mitteln, die wir klarerweise sehr sorgsam einsetzen müssen. Ich habe das Gefühl, es ist uns vieles gelungen. Das hat mit dem Land zu tun, mit den Drehorten, mit der Marke Tirol auch klarerweise. Schon auch mit unserem persönlichen Einsatz. Es waren ein paar Fügungen dabei. Kennt jemand von Ihnen das Musikvideo Perfect von Ed Sheeran? Ist letztes Jahr auf uns zugekommen und über einen Kontakt, den wir vor 5 Jahren in London bei einer solchen Fachveranstaltung geknüpft haben, hat sich dann der Produzent, der Regisseur und auch Ed Sheeran selber dann entschieden, die Dreharbeiten eben am Hintertuxer Gletscher zu machen. Der Film ist Mitte November in etwa online gegangen und hat bis Weihnachten letzten Jahres also die Milliarde an Klicks erreicht. Unser Beitrag war da überschaubar, auch kein finanzieller Beitrag, aber die haben halt genau 4 Tage gehabt zwischen der Konzerttournee Ed Sheerans in den USA und dann in Asien, und in den 4 Tagen auf halbem Weg sozusagen hat es funktionieren müssen, dann war man Wetterglück und Schneeglück und so weiter und so fort. Und wer den Film kennt, wird verstehen, dass mich ein Schweizer Journalist angerufen hat und gefragt hat, ob wir am Drehbuch mitgeschrieben hätten. Weil im Prinzip die großen Klischees, die Roles dort abgearbeitet werden. Nicht? Die Wahrheit ist, wir haben da nicht mitgeschrieben, hätten auch gar nicht können und dürfen, aber das ist so ein Musikvideo von vielen, die in Tirol entstanden sind, weil ich gerade in Landeck bin. Mano de Lago, ein großartiger junger Musiker, hat den Film Parasol Peak in Tirol realisiert, wo er mit seiner Musikgruppe und allen Instrumenten auf eine Bergtour geht und sozusagen auf den verschiedenen Ebenen bis zum Gipfel eben spielt. Der Film ist höchst erfolgreich international im Einsatz und das freut uns sehr. Bitte. Ist es irgendwie offenkundig, dass diese Dreharbeiten dann da in Tirol stattfinden, haben von dem Perfect-Video zum Beispiel, sieht man das wo? Weil ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwo anders bin, habe ich gar kein Verständnis, dass das jetzt so ist. Genau, das ist jetzt wieder so ein Beispiel, oder wo die Verortung der Drehorte nur bedingt gelungen ist. Nicht? Es steht also nirgendwo ein Straßenschild, willkommen zu Tirol. Das ist dann immer die Aufgabe von uns, Tirol-Werbung oder der Region, das im Hintergrund so aufzupumpen, sage ich da immer, dass dann Menschen, die nachfragen, wo ist das, wo fahren die Ski, dass das dann sichtbar wird. Das wäre wirklich weltweit. Klar, klar. Wird auch heuer wieder zu Weihnachten in die Höhe schnellen,
weil er halt genau alle diese Knöpfe drückt, oder die so mit Vorweihnacht, Weihnacht da zusammenstimmt. Ja. Ja. Wenn Sie wollen, es gibt einen Vierminüter, der so ein paar Filme oder Ausschnitte von Filmen, die in Tirol entstanden sind, präsentiert. Gern nehme ich aber noch Fragen entgegen. Ah ja, genau, Blick in die Zukunft. Also wir wollen da mit dem gleichen Einsatz und mit der gleichen Begeisterung da weitermachen. Das Team wird sich nicht vergrößern können, passt auch so. Auch die finanziellen Möglichkeiten werden in etwa auf der Flughöhe bleiben, ist auch okay. Wofür ich mich die nächsten 5 Jahre sehr einsetzen will, ist, dass wir eben diese wahren Geschichten Tirols noch stärker an Filmschaffende herantragen, in der Absicht, dass die auch realisiert werden. Also Gletscherfahrer Franz Senn oder Brenner Basistunnel oder Kaiser Maximilian und Tirol, das sind alles so Themen, die von vornherein großartige Filmstoffe sind. Na, da gibt es, jetzt sind wir zu sechs. Es gibt es in Wien, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg und eben bei uns, die alle nach uns entstanden sind, mit denen wir aber wirklich ein kollegiales Verhältnis haben. Wir haben auch eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, Austrian Film Commissions, mit denen wir gemeinsam zum Beispiel nach Berlin und nach Cannes reisen und uns so sicher auch Kosten sparen. Dort sind sie, es gibt unterschiedliche Ansiedelungen, es gibt eigenständige Firmen wie in Wien, Andockungen bei der jeweiligen Landesregierung, wie in Niederösterreich, bei anderen Landestourismusorganisationen wie in Kärnten und in der Steiermark, und in Salzburg ist die Salzburg Film Commission bei der Standortagentur angesiedelt. Eine gute und berechtigte Frage, die auch für uns in jedem Fall spannend war. Beispielsweise die allererste Produktion 1998 war der Film von Niki List, Helden in Tirol, realisiert in Steinberg am Rofan in der Nähe vom Aachensee. Ein anderer aus der frühen Phase ist von der Sabine Derflinger, Titel Vollgas. Inhaltlich geht es um das Schicksal einer Alleinerziehenden, Alkohol- und Drogensüchtigen Kellnerin aus einem tourismusintensiven Ort im Bad Znaumtal. Wie der Film rauskommt, also wirklich großartiges Drehbuch, eine spannende Geschichte, wie der Film rauskommen ist, sind die Giftpfeile gegen Cine Tirol und gegen mich sehr tief geflogen und haben mich auch getroffen, weil natürlich einige Menschen gesagt haben, geht es euch noch gut? Es ist Geld, öffentliches Geld aus dem touristischen Umfeld. Wie kann man das für sowas einsetzen? Das haben wir durchgestanden, weil dann doch auch die Erkenntnis gewachsen ist, eine wahre Geschichte, eine Situation, die kein Einzelfall ist, das gibt es immer wieder, ist in dieser Form, in dramatisierter Form darzustellen, ist wichtig und wertvoll. Und inzwischen wird der Film Vollgas in vielen Tourismusfachschulen Österreichs gezeigt als Diskussionsgrundlage. Und das war sozusagen ein Film. Auf Ihre Frage, natürlich hat man in der Anfangsphase speziell auch schon Bedenken gehabt, wie geht man mit Filmproduktionen um, die allein im Titel nicht wirklich die Schönheiten und die Sicherheiten des Landes Tirol präsentieren. Zum Beispiel In 3 Tagen bist du tot. Ein Thriller der besonderen Art, also da wird gemordet, gemeuchelt auf schlimme Art und Weise. Aber wir haben es dann doch auch geschafft, solche Projekte mit den Argumenten der Wirtschaftlichkeit,
der medialen Effekte nach Tirol zu holen und das auch außerhalb der Diskussion zu lassen. Hauptargument ist, Filme sind Fiktion und die Realität ist eine andere. Weil würde man das ganz durchdeklinieren, würde man kaum mehr Haus und Hof verlassen, weil wenn ich denke, wie viele Kriminalserien es weltweit gibt, oder von Wien angefangen bis San Francisco, und da wird natürlich in jedem Kriminalfall wird gemeuchelt, gemordet oder was auch immer. Also diese Unterscheidung kann man einem Zuschauer durchaus zumessen. Highlights, weil ich auch oft frage, was sind in 20 Jahren so deine Highlights? Natürlich James Bond war eine unglaublich große Erfahrung. Die fetten Jahre sind vorbei. Mit Daniel Brühl in der Hauptrolle am Aachensee gedreht, habe ich einen unglaublich tollen Film gefunden, ist auch in Cannes gelaufen. Wir haben Teile der Produktion wie Im Himmel, eine schwedische Produktion, die Oscar nominiert wurde, in Tirol realisiert, das hat auch viel Freude gemacht. Schwabenkinder hat mich persönlich sehr berührt. Ich setze mich persönlich dann auch immer wieder für Erstlingsfilme von jungen Filmschaffenden ein. Theresa Kottig zum Beispiel hat Home is Here in Innsbruck realisiert und hat das Olympische Dorf als Drehort inszeniert, was ich ganz toll gefunden habe. Es gibt ein paar indische Produktionen, an denen mein Herz hängt, weil ich die Entstehungsgeschichte kenne. Es gibt nicht wirklich den einen Lieblingsfilm, aber es freut mich einfach, dass die Idee im Laufe der Zeit sich so entwickelt hat und letztlich dann eben auch dem Land in vielfacher Art und Weise dient. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die 4 Minuten an. Das Licht wird in etwa so bleiben, oder? Das kann man nicht dunkler machen. Doch? Ah, danke schön.